Das ist hier meine WhatsApp-Gruppe. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den Spielen, könnt ihr mich gerne da auch in dieser WhatsApp-Gruppe ansprechen, persönlich. Schaut ganz gerne mal rein. Der Link wird unter dem Video gepostet. Ich wünsche euch viel Spaß und noch einen schönen Abend. Tschüssi. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüße erstmal alle Fettbanker-Verseuchten. Ja, hier geht's heute nochmal eine Runde in Sachen Fettbanker weiter. Auf 20 Cent natürlich, auf kleinem Niveau. Und schauen wir mal, wie die Mühle hier so läuft. Ja, kleine Päuschen gemacht gestern mal. Ist gar nicht so in der Form aufgefallen. Und ja, dann schauen wir jetzt mal. Spiel läuft immer noch gut. Hat zwar hin und wieder mal so einen Aussetzer, aber vollkommen normal. Aber ansonsten das Spiel läuft recht gut noch. Ja, ich grüße natürlich auch den Rest von euch hier. Ich hoffe, dass der eine oder andere auch mal Glück hatte. Zwischendurch. Also online, auch in den Spielhallen. Schauen wir mal. Haben wir eine erste Scheißrunde schon mal? 10 Cent. Hammer Start. Okay. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wo ich spiele, schaut gerne mal in meiner WhatsApp-Gruppe nach. Der Link wird unter dem Video gepostet. Kennt der eine oder andere schon. Kann mich auch persönlich ansprechen. Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Runde 2 erreicht. Jetzt mal schauen, ob er marschiert. Ich glaube, Runde 3 ist auch noch gebonkt. Das ist der. Geht doch. Runde 3 gebombt. Also der geht ganz gut ab. Der Grundstein ist schon mal gesetzt. Also ich glaube, Runde 4 könnte diesmal sogar noch machbar sein. Einen Aussetzer haben wir schon mal drin. Ah, sieht ganz gut aus noch. Einen könnte er noch direkt posten. Aber kein Multiplikator im Spiel natürlich. Und. Oh ne. Das kann ich noch auf der Wagen retten vielleicht. Und kommt er? Ne. Schade. Gut. Einsatz rausgeholt. Das war's. Aber Runde hätte ganz gut werden können. Schade. Oh, komm noch ein. Jawohl. Ein Reih und Glied oben. Auch noch nie gesehen, ne? Also man meint, man hat immer schon alles gesehen, aber so eine Kombi da oben habe ich noch nie gesehen. Obwohl ich das Spiel eigentlich recht oft spiele. Ja gut. Machen wir die erste Runde auf schnell weiter. Boah, nochmal 4 nach. Hammer. Auch das habe ich noch nie gehabt. Danach sofort 4. Schöner Vorlauf. Aber dann muss ich natürlich auch weitermachen, ist ganz klar jetzt. So, erste Niete schon mal. Ne, doch nicht. Oh. Ja, schlecht. Position scheiße, aber das ist ein starker Vorlauf. Aber wenn er mir jetzt 5, 6 Nieten da so reinhaut ohne Sack, dann ist natürlich schlecht. So wie jetzt. Und jetzt haben wir Vorlauf auch nichts. Hammer. Ja, es tut sich schwer, das ist klar. Sag mir schon mal. Also ein Vorlauf. Ende. Ihr seht selber, manchmal spielen die ersten 2 Runden oder die erste Runde ja keine Rolle, auch wenn man einen riesigen Vorlauf hat. Der weitere Verlauf ist natürlich auch sehr wichtig und natürlich auch der Multiplikator. Ihr seht selber, hätte eine riesen Runde werden können. Was ist passiert? Minus. Ja, so sieht's aus. Aber dadurch lassen wir uns nicht beirren, das geht weiter. Ob das jetzt alles nur zum Locken dient, keine Ahnung. Mal die erste Runde weg.
Aber im Endeffekt ist immer wichtig, was oben auf dem Tacho steht. Das ist ausschlaggebend in dem Spiel. Der Rest spielt keine Rolle. So. Vielen Dank nochmal für die ganzen netten Kommentare, für die Aufrufe, Likes und Abos und auch die netten Kommentare in der WhatsApp-Gruppe. Vielen Dank erstmal an euch. Nee, auch die Runde ist gegessen. Der Mops da noch waren, aber der bringt nicht viel. Und ja, 24 geht noch. Ja. Könnte noch in Runde 4 reinrutschen. Nee. Hat es auch nicht bekommen. Ja, bin mit 30,60 Euro reingegangen, glaube ich. Ne? Oder 30,40 Euro, keine Ahnung. 60, 30,60 Euro. Also diesen Einsatz muss man natürlich erstmal übersteigen, um den eigentlichen Gewinn zu machen am Ende des Spiels. Ne? Die muss man dann natürlich immer von dem Gesamtgewinn abziehen, diese 30,60 Euro. Das ist also die Option, Freispiele kaufen, wer die noch nicht kennt. Ja, für mich war das damals auch eine ganz neue Geschichte. Hat seine Vor- und Nachteile natürlich. Man hantiert dann sehr schnell mit diesen Freispielen. Und manchmal, wenn man das nicht genau einschätzen kann, sagen wir mal so, und dreht dann noch weiter, wenn er zu ist, dann kann es natürlich übel enden. Deswegen sollte man immer vorsichtig sein. Sollte sich auch da Grenzen setzen vom Weiterkaufen der Freispiele, wenn es mal nicht läuft. So. Oder man sollte dann vielleicht wieder normal weiterdrehen, ohne Freispiele zu kaufen. Die Option hat man natürlich auch. So. Sieht eigentlich immer noch ganz gut aus jetzt hier. Das muss man natürlich posten jetzt. Alles vorbei. Was ist jetzt hier mit dem Wägelchen? Das sieht man schon gar nicht mehr. Nichts gefuttert. 2. Na gut. Aber die erste Runde mal auf Turbo. So interessant. Dann geht's auf die Runde 2. Schlechter Start, sagen wir mal so. Ja, aber wir haben ja auch schon in der Vergangenheit gesehen, auch das ist nicht ausschlaggebend. Kann sich nach ein paar Runden sofort wieder alles ändern. Da kommt der Riesen-Punch rein. Mal 3. Guck mal hier. 5 und nochmal 3 mit dem Spiel. So, jetzt schauen wir mal. Das wird wahrscheinlich interessant. Sofort die erste Runde übersprungen, wenn man es mal so sagen darf, und geht sofort in die zweite rein. Schöner Vorlauf und mal 3 Multiplikator. Ja. Sehr lecker. War schon mal. Okay, da hat er jetzt mal einen reingehauen. Jetzt muss er natürlich Gummi geben. Muss aus der Ecke raus. Jawohl. Jetzt noch 2, dann ist die Runde 3 drin. Ist das ein verfurzter Lauf, ey. Da, guck dir das an. Ein noch, komm. Mal 2, Herr Mai. Ja, wenn der Wagen jetzt noch reinkommt, dann ist noch alles super. Gehen wir erstmal in die nächste Runde rein. Position auch noch okay, mal 5 sogar. So, aber leider nur noch 3 Spins. Oder sei denn, der Wagen kommt gleich. Es muss natürlich Gewinne geben, aber er kombiniert schlecht. Und dann noch so ein geiler Multiplikator, ey. Hammer. Komm. Scheiße, der da die Gewinne reinhaut, ey. So schade, ey. Letzte Runde und dann noch eine scheiß Position. Die rote.
und die Rothaarige eingeknallt. Aber da hätte Fam viel mehr drin sein können. Und jetzt Auto? Nee. Hat er nicht gewonnen. Aber immerhin 30er rein, 97 raus. Immer noch akzeptabel. Ich hätte ein Riesending werden können. Weil der Multiplikator, der spielt eine wirklich starke Rolle in dem Spiel. Auch in Kombi natürlich mit dem Fahrzeug, dieser Bonuswagen, der da immer vorbei huscht. Der jetzt nicht unbedingt ja eine Verlängerung beeinflusst, sagen wir mal, in dem Spielverlauf. Das heißt, er kann auch vorbeifahren und macht gar nichts. Na, wenn dann diese Gase dann hinten rauskommen, diese Auspuffgase, dann zieht er einen unmittelbar in das nächste Level noch rein. Das ist natürlich auch sehr interessant. Ja. Ja, ich würde mal sagen, dass so ein Mittelding, wie der hier läuft, kann man so ganz schlecht einschätzen, finde ich. Ob man jetzt aufhören soll oder weitermachen, keine Ahnung. Lockt immer wieder so zwischendurch. Okay. Auch ein guter Vorlauf eigentlich jetzt. Ist schon sogar kurz vor Runde 4. Kevin. Jetzt kommt halt stoppen. Ja. Ist auch klar, dass er dann manchmal lockt, sonst würden wir ja immer ein Level 5, 6 an rumtouren. Ne? Da gibt es ja richtig Moneten. Und irgendwann bremst er natürlich aus, so wie jetzt hier auch. Oh, da ist ja noch ein. Das könnte ich doch noch Level 4 reinrutschen. Bäh, abgefurzt. Und jetzt Auto? Nee. Ja, okay. Nichts passiert. Oh, mal 5 ist nice. Immer gut. Ja, ich hoffe, den einen oder anderen gefallen auch mal meine Videos, so, obwohl das kleine Einsätze sind. Und ja, viele Zocker hier drauf sind, die nicht so einen großen Wert legen auf diese High-Roller-Geschichten. Ich hoffe dann mal, dass dem einen oder anderen wirklich gefällt. Weil ich glaube, der Einsatz spielt nicht so wirklich eine Rolle. Das ist eher der Unterhaltungswert. Und damit muss man sich ein bisschen so zufrieden geben. Ja, man ist ja auch so tolerant und akzeptiert ja auch andere Spielweisen. Also ich bin da völlig, wie gesagt, offen immer. Ich gucke mir auch gerne an, wenn einer da hochspielt. Da habe ich ja kein Problem mit. Schaut mal gerne zu. Von daher gesehen ist das schon, soll jeder für sich selber entscheiden. Okay, mal 5, riesen Multiplikator. Jawohl, schön. Jetzt könntet Schmalz auf den Tacho geben, Leute. Schmalz. Position nicht so gut, aber geht noch. Ah, diesen verkackten Zylinder, ey. Muss da die Rothaarige einmal reinknallen. Oh, der macht noch, der knipst noch weiter an. Hammer. Jetzt wird's interessant. Drück das an, ey. Obwohl das schlechte Gewinne sind, alleine dieser Multiplikator, was der jetzt reinreißt. Ah, jetzt verpisst er sich in die Ecke, das ist natürlich schlecht. Ist gar nicht gesehen. Ah. Komm, ein noch. Oder Auto. War gar nichts. So ein Scheißgewinn noch. Mann, 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 ey. Mal 5 gehabt und dann so. Und? Nee. Ja, Wagen lässt sich nicht blicken. Also ihr seht auch, dass dieser Multiplikator, ne? Also das ist sowas, also mal 5 ist schon eine hohe Liga. Jetzt bin ich wieder ungefähr bei der Summe, wo ich eigentlich gestartet bin. Wo ich richtig gute Chancen heute hatte. Schade, ich mache das mal auf Turbo, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben für die anderen Runden.
Mit allerdings nur in meiner ersten Runde, für die, die es noch nicht wissen. Patsch. Ja. Okay. Ja, der ist heute so ein bisschen in Säckchenlaune, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Gibt so manche Tage, dann schmeißt er viele Säcke irgendwie da rein. Aber kommt dann doch nicht so wirklich weiter, sagen wir mal, zum Ende. Das kennt man dann irgendwie. Ja, sowas gehen wir natürlich auch. Okay, dann gehen wir nochmal rein ins Detail. Ja, auch hier, glaube ich, schafft das gar nicht in die zweite Runde, denke ich mal, oder? Doch. Schlechte Runde. Ganz schlechtes Ding, was er hier nachschiebt. Die erste Runde ab. Vorbeischießen. Aber ich glaube, das ist auch schon gelutscht, sagen wir mal so. Ja. Ja. Ist gelutscht, definitiv. 40 Cent, solche Runden sind natürlich gefährlich. Wenn jetzt ein paar Mal miteinander kommen, dann ist direkt Sense. Dann gehen die Lampen hier aus. Man merkt auf einmal, dass er irgendwie auch schlagartig umschlägt hier. Ich kann nur noch ein, zwei Runden denke ich mal aufnehmen, weil dann nimmt mein Screen-Recorder nicht weiter auf. Ich müsste stückeln wieder. Ich habe keinen Bock drauf. Fehlt ja die Hälfte irgendwie. So. Runde 2. Ja, auch gelutscht, wie es aussieht. Das war's. 9,20 €. Na komm, jetzt haben wir diese 2, 3 rein, dann wieder weiter geht's zügig. So, jetzt sind wir erstmal Runde 2 wieder. Schmuddeliger Lauf geht weiter, ja. Nee. So Leute, danach noch eine Runde, dann bin ich weg vom Fenster. Ist doch nicht so viel gelaufen. Naja, aber das sah erst so danach aus. Ich sag ja, das war so ein Mittelding. Man wusste echt nicht, wo die Richtung hingeht.
Aber so wird aussehen, doch nicht in Riesengewinner oder wie auch immer. Man hat ja eine Chance gehabt. Aber letzte Runde, da wird wohl auch nicht mehr viel passieren. Ihr seht ja selber, kann ja nicht immer klappen. Da darf ich heute Abend noch mal irgendwo nachschippen. Muss ich ein bisschen behalten. Sonst kriege ich die ganze Aufnahme nicht mehr mit drauf. So, letzte Runde. Ich wünsche euch natürlich auch noch einen schönen Tag, einen schönen sonnigen Tag. Sonne kommt wieder leicht raus. Viel Glück beim Zocken, sowie online oder in der Spielo. Ja, und bleibt natürlich gesund. Und zack, nee. Oh, verlängern nicht. Nee, das war's. Okay, schöne Gruß geht raus an alle nochmal und wie gesagt, schönen Tag euch. Wenn ihr wissen wollt, wo ich spiele, schaut gerne meine WhatsApp-Gruppe nach. Der Link wird unter dem Video gepostet. Da erfährt ihr mehr über die Spiele und so weiter und so fort. Tschüssikowski.